Ja, also das sind die Dosen, die werden so in die Wand eingegipst. Da kommen dann Steckdosen, Lichtschalter und sowas rein. Die werden zusammengesteckt und haben außen hier noch diese Überstände zum Zusammenstecken, weil das ist nicht immer zwei, es geht auch als Dreier- oder Vierer-Kombination. Und die müssen wir bis jetzt immer händisch mit Seitenschneider oder sowas abknipsen. Das ist halt sehr aufwendig. Darum haben wir das jetzt mit dem Roboterarm so überlegt, dass der Roboterarm uns die hier greift, dann hier gegen den heißen Draht gegendrückt, wo man dann hier sieht, dass dann hier das dann außen abgeschnitten ist. Und dann passen die auch in die vorgefrästen Löcher rein in der Wand.